Eine Podiumsdiskussion zum Thema Chancen des Grundeinkommens am 20. September 2019 im Neil-Bräuninghaus Herzogenrath. Veranstaltet von der katholischen Arbeitnehmerbewegung Aachen KAB, der katholischen Betriebsseelsorge, dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, dem Deutschen Gewerkschaftsbund DGB Region NRW Südwest Aachen, der Industriegewerkschaft IG Metall Aachen und dem Neil-Bräuninghaus. Das bedingungslose Grundeinkommen ist immer lauter im Gespräch, erntet Zustimmung und Kritik. Es gibt verschiedene Modelle, von neoliberal-kapitalistisch bis solidarisch-gemeinschaftlich. Für die Unternehmen ist das Thema deshalb interessant, weil es um Arbeitseinkommen und Grundeinkommen im Zusammenhang und um den Arbeitskräftemangel geht. Ich persönlich glaube, dass es sinnvoll wäre, wenn das bedingungslose Grundeinkommen abgekoppelt zu sehen ist von einer ganz normalen Arbeitnehmertätigkeit. Will heißen, diejenigen, die nicht arbeiten wollen, kriegen eben dieses bedingungslose Grundeinkommen plus gegebenenfalls noch irgendwelche Ersatzleistungen oder Zusatzleistungen. Die arbeiten wollen, gehen einer normalen Tätigkeit nach. Und diese muss natürlich von der Entlohnung her höher sein, als das BGE samt Zulagen als, ja, sag ich mal, Lebensgrundlage ergibt. Das heißt auch, Löhne für sogenannte niedrige Arbeiten oder Anlerntätigkeiten muss höher sein, als das BGE als Grundlage bietet, damit überhaupt die Bereitschaft zur Aufnahme einer Arbeit, einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit, gegeben ist. Sagt Harald Hambücken, Unternehmer für Versorgungstechnik aus Aachen. Er ist als Gast Teilnehmer auf dem Podium. In dem Zwiespalt sind sie, die Leute sollen trotzdem arbeiten, denn sie müssen ja produzieren, ihr Unternehmen am Laufen halten. Wenn wir das nicht machen und wir lassen uns alle ins BGE fallen, dann wird die deutsche Wirtschaftsleistung zwangsläufig ganz gewaltig den Bach runtergehen und dann machen wir das irgendwie 3, 4, 5 Jahre und dann ist nichts mehr da, wovon wir das BGE und insgesamt noch leben können. Das heißt, die Wirtschaftskraft Deutschlands für Handwerk, Industrie und alle, die damit zu tun haben, darf eigentlich nicht oder sollte durch das BGE nicht geschwächt werden, sondern im Gegenteil, wenn überhaupt, sollte man es als Chance sehen, diese Kraft weiterhin zu stärken und zu nutzen. Das ist jetzt aber die Branche, die Sie vertreten. Also die Autoindustrie hat vor ein paar Jahren schon gesagt, ja, wir haben eigentlich 30% so viele Leute, Grundeinkommen wäre für uns ganz gut. Jetzt haben wir die Digitalisierung, da haben wir auch was davon. In der Beziehung ist das von Branche zu Branche wahrscheinlich unterschiedlich, oder? Das kann man sicherlich von Branche zu Branche unterschiedlich sehen. Jede Branche hat ihre Besonderheiten. Aber ich glaube, gesamtwirtschaftlich ist es schon so, dass man da sehr aufpassen muss. Wir leben in einer Zeit, in der wir über extremen Facharbeitermangel klagen. Nicht nur wir im Handwerk, sondern auch die Industrie, sind aber gleichzeitig dabei zu erzählen, wenn ich jetzt die Industrie nehme, dass sie überproportional viele Leute hat und am liebsten Leute abbauen würden. Da passt irgendwas nicht zusammen. Was hat das denn betriebswirtschaftlich für Vorteile für Sie? Das BGE hat für uns betriebswirtschaftlich erstmal überhaupt keinen Vorteil, sondern es wird aller Wahrscheinlichkeit nach dazu führen, dass gerade die, die ansonsten vielleicht Helfertätigkeiten ausführen, sich gegebenenfalls in das BGE begeben und da gar nicht mehr rauskommen und somit wir und alle anderen aus dem Wirtschaftsbereich für eigentlich eher gering zu entlohnende Tätigkeiten höhere Löhne zahlen müssen, damit wir überhaupt Leute finden, die es denn machen. Das wird zu einer Verteuerung der Produktionskosten führen, das wird zu einer Verteuerung der Löhne bei den Dienstleistungsunternehmen führen, die dann sicherlich für eine Handwerkerleistung eines Installateurs, eines Elektrikers, eines Schreiners dann mal schnell auch 100 Euro für die Stunde, für die Arbeitsstunde bezahlt werden muss. Und das kann eigentlich nicht im Sinne des Erfinders sein. Nun hat das ja auch eine seelische Note. Das Miteinander wird sich verändern, weil es nicht mehr diese Hetze und diesen Kampf gibt um eine reine Existenzsicherung, sondern die Menschen, die dann arbeiten, entwickeln in einem Unternehmen vielleicht ganz neue Ideen und arbeiten ganz anders zusammen und besser. Sie sind gesünder und zufriedener, auch im privaten Leben. Eine ganz neue Work-Life-Balance. Das ist doch auch ein Vorteil, oder, Harald Hambücken? Das kann man sicherlich so sehen. Ich persönlich glaube, dass ein Mix aus BGE und Lohnarbeit nicht so ohne weiteres umsetzbar ist. Dass es von der seelischen Position her sicherlich einfacher ist, zu sagen, ich habe ein Grundeinkommen, ich komme klar, meine Familie kommt klar, das ist okay. Da habe ich Verständnis für. Das ist sicherlich auch im Sinne des Erfinders. Auf der anderen Seite bin ich mir nicht so ganz sicher, ob nicht doch bei vielen auch der Wunsch steht, ich möchte eigentlich etwas mehr haben. Ich möchte mir mehr leisten können. Also dieser Leistungsgedanke, glaube ich, steckt schon noch in vielen Menschen drin und er sollte durch dieses BGE nicht völlig zugemüllt werden.